Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von The Hunter. Heute sind wir auf der wunderschönen Karte Val de Boa. Hier gibt es mal so als kleine Info, schiebe ich das ja mal mit rein. Hier gibt es Braunbären, Rothirsch, Rehwild, Rotfuchs und auch Steinböcke und europäische Waldkaninchen. Die sind mehr so schmückendes Beiwerk. Diese Tierarten sind hier auf der Karte vorhanden. Ich persönlich gehe heute auf Steinbockjagd. Das ist relativ schwierig, da die Tiere nicht callbar sind, ähnlich wie Braunbären eben im letzten Video. Man kann sie auch nicht mit dem Futterfass oder sowas anlocken, sondern man muss wirklich ein bisschen pirschen und auch auf hohe Distanz teilweise die von den Abhängen holen. Da braucht man natürlich dann wieder eine Waffe, die auch ein bisschen auf Entfernung schießen kann. Die kann man auch schon mit der 243er schießen. Ich entferne nochmal die ganze Ausrüstung. Ja, die kann man also mit der 243er auch schon schießen. Sind also nicht so schwer zu erlegen, vom Kaliber her zumindest. Von der Jagdart her schon relativ schwierig. Aber die 308 ist dann eine gute Variante. Man könnte auch ja, eine Anschütze nehmen, eine 8x57. Da habe ich aber leider bloß das K98 mit so einem schlechten Zielfernrohr. Bei der 308 habe ich 9-fach Zoom. Das ist schon ganz angenehm. Dann packen wir es nochmal so als schmückendes Beiwerk, nochmal, falls man einen Bär über den Weg läuft. Gut, den könnte ich mit der 308 auch erlegen, aber nochmal einen Revolver ein. Caller. Nehmen wir mal alles mit, was hier so rumläuft. Also den Rothirsch-Caller, falls unterwegs doch mal was passiert. Das Fernglas wieder rein. Was haben wir noch? Und die, genau, die Jackrabbit-Pfeife können wir auch mitnehmen. Da hier ja auch ein paar Füchse rumlaufen. Wildschweine gibt es hier nicht. Warum, weiß ich nicht. Müsste es eigentlich auch geben, aber ist eben so gewählt. Ist eben so. Es gibt Kletterausrüstung, damit kann man an den Hängen klettern. Die verbraucht man dann. Und wenn man die abbaut, kriegt man, ich glaube, die Hälfte oder Dreiviertel dieser Ausrüstungseinheiten wieder. Mache ich aber nicht. Ich muss jetzt auch relativ weit laufen. Ich werde das Video zurechtschneiden, damit man natürlich nicht diesen langen Laufweg jetzt sieht. Man könnte jetzt oben ein Zelt hinstellen. Ich zeige das gleich nochmal auf der Karte. Auf alle Fälle nimmt man gerade bei den Klippen ein First Aid Kit mit. Ist relativ wichtig. Dadurch, dass man doch mal abstürzen kann. Das relativ schnell passiert. Jetzt noch die Munition eingepackt. Ist noch Platz. Da sehe ich, da ist noch Platz. Na komm, den Bogen, den nehmen wir auch noch mit. Haben ist besser als brauchen, wie gesagt. Dann nehmen wir nur zwei Packungen Pfeile mit. Damit bin ich eigentlich ganz gut ausgerüstet und abgedeckt. Jetzt gehen wir mal kurz auf die Karte. Zack. Wie ihr seht, starte ich hier unten. Hier in dem Gebiet sind auch Rotfüchse, Rothirsche, Rehwild. In der oberen Lodge hat man auch Rothirsch, nicht ganz so häufig, dafür mehr Reh, nach meinem Empfinden. Und die Braunbären, die hier oben sind, vor allen Dingen auf dieser Insel. Zeichnet da mal ein Kreuz. Bup, bup. Hier auf dieser, um und auf dieser Insel sind doch relativ viele Braunbären zu finden. Die Mühe, die ich mir im letzten Video gemacht habe auf der Karte, auf der schwedischen Karte, hätte ich mir gar nicht machen müssen, wäre ich hierhin gegangen. Aber ich wollte einfach mal diese schwedische Karte spielen. Wo muss ich jetzt lang? Ich muss hier hoch. Also den kompletten Weg hier runter. Upp. Hier hoch. Einmal hier so rum. Oh, jetzt habe ich den Strich gemalt. Den wollte ich gar nicht malen. So, zack. Jetzt haben wir es. Aufzeichnen. Hier einmal rum und genau hier oben. In dem Bereich. Also man kann sagen, es fängt hier an. Ich grenze das mal ein. In diesem Bereich halten sich die meisten Steinböcke auf. Hier unten auch, im unteren Bereich. Aber nicht ganz so viele. Ja, also hier oben ist das Ziel. Das dauert auch relativ lange. Wenn ich laufe, bin ich bestimmt eine Viertelstunde da. Wenn ich gehe, eine halbe. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ich weiß es nicht genau. Und da ich euch das, wie gesagt, nicht zeigen will, ich mache mal die ganzen Linien wieder weg, schneide ich das natürlich zurecht, bis ich dann da bin. Wenn ich unterwegs noch irgendwie was Schönes sehe, dann gibt es natürlich auch. Dann kriege ich das natürlich auch zu sehen. Selbstverständlich. Aber ich sage jetzt mal bis da oben. Ja, wenn was Interessantes passiert, habe ich ja gesagt, schalte ich wieder ein. Und ich habe hier einen Rotfisch angelockt. Den werde ich mal kurz mal außer Gefecht setzen. Bis der bei mir angekommen war, dauerte das natürlich ein bisschen länger. Ich habe jetzt nur reingeschaltet, als er schon zu sehen war.
um das Wichtigste zu zeigen. Dann nehme ich den Revolver. Und da würde ich jetzt einfach mal behaupten, das war das Herz. Jetzt fängt es an zu regnen. Oh nein. Ich werde virtuell nass. Gibt's ja gar nicht. Blub. Oh, da war da sogar noch mehr mit bei. Herz, linke Lunge, Leber. 214er Score, der ist schon ganz ansehnlich. Geht aber noch höher, das ist klar. Hauen wir nochmal einen kleinen Trophy-Shot rein. Waffe raus. Gedreht. Upp, Geweih hingestellt. Oder auch nicht. Ja, das leidige Spiel mit dem Ragdoll-Effekt bei der Hunter. Oh. Zack. Oder sitzen besser. Da liegen nicht. Machen wir es so. Hopp. Dann werde ich mal weitergehen. Mich auf den langen, beschwerlichen Weg machen. Also bis gleich. Ja, nun bin ich schon ein bisschen den Berg hochgelaufen. Zwischendurch kam noch ein Rottisch entgegen. Den habe ich auch noch mal mitgenommen. Der war aber jetzt nicht so spektakulär. Aber jetzt ist vor mir wieder ein, ja, sehr kapitaler. Und es avanciert hier gerade so ein bisschen zur Rottischjagd. Da kommt er rein. Kommt er rein. Ich liege natürlich auf dem Boden. Mich ein bisschen in eine andere Position bringen. Das geht schon. Ja, so ist ganz gut. Ja, nimm den Kopf hoch. Zack. Ein paar Kühe waren dazu auch noch. Und ein Fuchs. Eine Kuh und ein Fuchs noch. Der sieht wirklich ganz gut aus. Also der 45er Revolver ist schon eine mächtige Waffe, muss man sagen. Auch wenn er gegen Bisons jetzt auch nicht unbedingt sofort zum Tod führt. Aber bei dem Hirsch reicht auch wirklich ein Lungentreffer, dann sacken die immer ganz gut zusammen. Jetzt machen wir mal ein kleines Foto wieder. Das muss sein. Ja, gleiches Spiel wie vorhin, Herz, rechte Lunge, Leber. Aber nur 207, da war der andere ein bisschen besser. Jetzt beginnt wieder das Spiel mit dem Ragdoll-Effekt. Das ging ja ganz gut. Aber er hat ein etwas stämmigeres Geweih, wie ich finde. Nicht so viel Zeit. Foto gemacht, man erkennt alles. Ja. Und ich laufe dann mal weiter. Und hoffe, dass ich bald da bin. Also bis gleich. So, jetzt bin ich auch im Steinbockland angekommen. Nebenbei erwähnt sei, dass ich beim Turnier angemeldet bin. Es geht um den höchsten Score. Wer den Bock mit dem höchsten Score schießt, durch einen Treffer durch Lunge oder Herz. Diese Wettbewerbe mit den Punkten, also für die Bewertung des Geweihs oder der Hörner, finde ich persönlich ganz gut. Auch die Gewichtsgeschichte, also wenn man jetzt Tiere schießt mit dem höchsten Gewicht, das eignet sich wesentlich besser auch für Anfänger als die Wettbewerbe mit Distanzen. Also erschießen Sie dieses und dieses Tier, oder dieses und jenes Tier auf die höchste, mit der höchsten Distanz. Dazu muss man hier sagen, dass man dazu eine Kartenkenntnis haben muss. Die Renderberechnung findet
in eine Würfelform um den Spieler statt. Das heißt, wenn man nach unten schräg über die Diagonale schießt, hat man eine höhere Distanz bei einer Kugel, wenn es eine kugelförmige Ränderberechnung wäre oder eine kreisförmige im Allgemeinen, das mal 2D gedacht, ist es ja anders. Dann hat man immer die gleiche Distanz bis zum Ränder, bis zur Rändergrenze. Das ist beim Viereck natürlich nicht so. Da hat man immer über die Diagonalen immer eine höhere Distanz. Und dafür muss man die Karte kennen, auf, von welcher Position man also die maximale Distanz erreichen kann. Auch von der Höhenposition her des Spielers ausgesehen. Damit habe ich auch keine Lust, mich auseinanderzusetzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich gehe dann lieber auf die Score oder aufs Gewicht. Warum ist das jetzt für den Anfänger geeignet? Man hat immer begrenzte Jagdsitzungen für jedes Turnier. Ich glaube, hier bei den Steinböcken sind es 10. Und selbst wenn man diese 10 runterspielt, heißt es nicht, dass man den Kapitalen, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, da vorne ist ein Steinbock. Den Kapitalen Hirsch oder Steinbock? Nee, das ist nur ein Stein. Naja, hat er auch was mit Steinen zu tun, ne? Nee, das kapitale Tier dann schießt. Aber jemand, der das Spiel, sag ich jetzt mal, so 10 Runden gerade mal gespielt hat und meldet sich für ein Turnier an und hat einfach nur Glück und da läuft so ein, ja, hochwertiges Tier an dem vorbei. Steinbock, Bär, was auch immer. Kann also auch jemand, sag ich mal, das Turnier gewinnen, der das Spiel noch gar nicht so lange spielt. Das hat immer viel mit Glück zu tun, wie die Tiere gesetzt werden. Die sind da per Zufall auf der Karte gesetzt. Also ich habe da noch kein System. Da oben ist aber ein Steinbock, das ist ein kleiner. Die machen auch Geräusche, das sind Steine klappern. Aber ich glaube, der wird mir jetzt entfleuchen. Weil er? Nee, doch nicht. Immer da die Anschütz. Das ist natürlich eine hohe Distanz. Ist gesessen. Der ist aber noch nicht so hoch vom Score. Also wenn die Hörner bei dem Steinbock so fast den Rücken wieder berühren, also wenn die schön lang sind, dann hat man, dann kann man sagen, das ist schon höherwertiger. Das erkennt man eigentlich ganz gut bei den Steinböcken. Ja, die kippen natürlich leicht um mit dem Kaliber 308. Obwohl man sie ja mit 243 auch schon jagen darf. Ist es natürlich klar, da sacken die relativ schnell zusammen. Der lief jetzt auch hier so ein bisschen unten in diesem Grasland rum. Die halten sich auch meistens, nicht meistens, aber auch doch oft oben hier an den Klippen auf. Dann sind die auch wirklich an diesen Steil hängen und kleben da mehr oder weniger fest. Das sind auch die einzigen Tiere, die miteinander agieren. Also sie machen diese klassischen Kämpfe, was man, wer schon mal eine Tierdoku gesehen hat und ein paar Steinböcke darin vorkamen, der kennt das. Wenn die sich so ein bisschen behaken, um, ja, weiß ich nicht, wer der Stärkste ist, wer das Weibchen kriegt. Das machen die hier auch. Habe ich selber noch nicht beobachtet, habe aber schon mal ein Video dazu gesehen. Und das machen keine anderen Tiere, was ich ein bisschen schade finde. Man könnte, man kann natürlich mehr Tiere hier einfügen, was ja auch Spaß macht, wenn man eine gewisse Auswahl hat. Man, im wahrsten Sinne des Wortes, schießt man sich auf, ja, auf Tierarten ein, die man dann lieber jagt. Aber ich bin dafür, dass man eigentlich mehr die Animation mal anpassen sollte, dass quasi der Schuss, wenn er auf das Tier auftrifft, dass es auch so eine Fellpuffs gibt, sage ich mal. Einfach ist ja auch, wenn wer das schon mal gesehen hat, wenn so eine Kugel so ein Tier trifft, dann gibt es auch so einen kleinen Pupp, so ein wie Fell, was eben so wegfliegt. Und jetzt bin ich abgerutscht. Das war aber nicht so hoch. Das war mein Glück. Deswegen habe ich den Erste-Hilfe-Kasten mit, wenn es doch mal höher ist, dann kann man sich noch damit wieder retten. Oder beziehungsweise die Tötungsanimation, dass die Tiere einfach realistischer verwundet wirken. Es geht nicht darum, dass man das irgendwie genießt, dass das Tier jetzt da irgendwie sich quält, sondern dass man es authentisch hält. Ne? Das ist eine Simulation. Die sollte dann auch so authentisch wie möglich sein. Dann setzt man eben die Altersbeschränkung nach oben. Nehmen wir mal auf. Das wird jetzt nicht viel sein. 108. Oh, Herzlunge sogar getroffen. Auf 168 Meter. Das ist nicht schlecht. Aber mal kein Trophy Shot, der ist nicht so. Position 20 bin ich jetzt. Und oben links. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie lange dieses Turnier geht. Das sind noch alles Steinbock-Spuren hier. Ne? Also Spuren hinterlassen die Tiere. Oder? Ja. Spuren hinterlassen die Tiere. Sie klappern eben, oder so ein Geröll klappern.
Aber man kann sie eben nicht locken. Und durch diese graue Felszeichnung sind sie auch doch wirklich schlecht zu sehen hier. Und in diesem hügeligen Land hier, in diesem hügeligen Grasland, kann es schon sein, dass einer direkt hinter dem Hügel steht und man sieht ihn nicht. Viel mit Fernglas arbeite ich hier. Auf dem Weg hierher ist mir mal wieder so aufgefallen, ich sollte mal hier oben ein Zelt hinstellen, dann spare ich mir dieses Rumgelaufe. Aber das Zelt kostet ja auch wieder Geld. Aber ich glaube, gerade auf dieser Karte, wenn man jetzt Steinböcke jagen will, ist es ratsam, hier oben wirklich ein Zelt hinzustellen, um sich eine halbe Stunde oder um sich eine halbe Stunde Weg zu ersparen. Mal geschätzt. Wenn dann doch wieder ein paar Tiere in die Quere kommen, man kann ja immer so schlecht von ablassen, wenn doch mal wieder ein Rothirsch den Weg kreuzt, dann nimmt man ihn ja doch noch mit. Oder man doch mal abrutscht vom Berghang, dann kann man sich doch wenigstens zum Zelt wieder hin befördern. Die größeren sind aus meiner Erfahrung weiter drin, also ich muss hier noch weiterlaufen. Hier hat man natürlich sehr schön Übersicht, sehr schön Überblick. Aber ich finde sie schwer zu finden. Ja, also ich gucke auch die Hänge immer so ein bisschen ab. Da hinten ist einer. Das ist auch nur ein kleiner. Den lasse ich mal ziehen. Also quasi jetzt über diesen nächsten Hügel hier vorne hinweg. Ich habe es schon geschafft, einen Steinbock mit dem Bogen zu jagen. Da muss man natürlich auf allen Vieren dann krabbeln und sich dort wirklich anschleichen. Da unten ist einer. Der sieht mich nicht. Der ist auch relativ klein. Ich könnte natürlich jetzt einen Bogen auspacken. Mit dem Revolver darf ich sie eh nicht schießen. Könnte ich auch den Bogen auspacken. Was dann wiederum ganz gut ist, weil ich dann umliegende Steinböcke nicht verschrecke, weil er ja leiser ist, der Bogen. Aber sie bewegen sich relativ zügig und schnell, also es ist manchmal ganz schön schwierig, da dran zu bleiben, weil man auch krabbeln muss. Sonst sehen die einen doch relativ schnell, die sind sehr wachsam. Wo ist er nur hin? Ich sehe ihn nicht mehr. Da läuft er. Das 308er Kaliber auf, ja, ich sag mal, ein verhältnismäßig kleines Tier ist natürlich ganz gut, weil man doch irgendwie immer, ja, ein Organ trifft. Bleib doch mal in Ruhe da stehen und entspann dich ein bisschen. Der wird so in der, ja, Region sein vom Score wieder hier vor. Ich glaube, er schaut mich an. Ich habe auch, ich glaube, von der Sichtung her mache ich noch nicht mehr das Gewicht. Also ich sichte die doch relativ selten, weil man es an den Hörnern, wie gesagt, relativ gut sieht, ob das Tier jetzt einen hohen Score hat oder nicht. Ich bin zum Stein. Jetzt hat er mich gesehen. Ich sage, die sind sehr, sehr wachsam, die Tiere. Selbst liegend wird man dann gesehen. Ich würde mal über den Hang klappern, ja. Klettern und mal schauen, was da los ist. Das war ein Fuchs. Den will ich nicht. Ja, jetzt bin ich über den Hang. Hier unten ist der Steinbock, der schon vorhin schon mal da war. Nicht der eben geflüchtet ist, sondern den ich vorher schon gesehen habe.
Ich will noch nicht schießen, weil ich erst noch mal ein bisschen ableuchten möchte, ob ich nicht doch noch bisschen was Größeres sich verbirgt. Aber scheinbar ist das erstmal soweit der einzige. Der geflüchtete Stein, oder der Steinbock, der geflüchtet ist, der müsste hier eigentlich auch noch irgendwo rumtoben, aber wahrscheinlich steht er so ungünstig hinter dem Stein, dass ich ihn nicht sehe. Den nehmen wir mal mit. Dann laufen wir mal, weil im Umkreis werden die Steinböcke jetzt sowieso weg sein. Und werden den nächsten Hügel da vorne, wo ich jetzt gerade hinschaue, erklimmen und dann mal gucken, was dahinter ist. Meiner Meinung nach eben dahinter sind die größeren danach, ja. Hier beginnt das erst so ein bisschen. Die Weibchen haben auch Hörner, ne? Das ist ähnlich. Das heißt ähnlich wie bei den Rentieren. Schulterblatt, linke Lunge, rechte Lunge. 124, der ist sogar höher vom Score. Das ist gar nicht so schlecht. Andere hat noch 108 gehabt. Aber warum habe ich jetzt keinen Score? Oder war der andere höher? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder vielleicht weil ich das Schulterblatt erwischt habe. Das wäre jetzt nämlich auch noch meine Frage gewesen, wenn ich jetzt aufgrund des größeren Kalibers natürlich auch mal ein bisschen mehr verletze. Herz, Lunge und dann noch ein anderes Organ dazu. Zählt das noch? Oder ist es dann zu viel? Jetzt könnte man natürlich sagen, warum zählt das, wenn es nicht zählen würde, warum zählt das nicht? Man kann ja auch ein kleineres Kaliber nehmen und dann wirklich auch um effektiv dieses Turnier dann auch zu erfüllen. Meine Erfahrung ist aber, dass man hier vorne relativ noch guten Erfolg hat, was Steinböcke angeht. So ersten 2, 3 hier vorne zu schießen ist kein Problem. Umso weiter man reinkommt, umso schwieriger wird es dann. Weil das Gebiet weitläufiger wird. Und die Tiere dann wirklich aufgrund der hohen Distanzen noch relativ schwer zu erkennen sind. Aber naja, das ist ja auch jetzt. Da haben wir ein Zielfernrohr. So, was verbirgt sich hinter diesem Hügel? Ich gehe mal in die Hocke. Also mit Spurensuchen braucht man hier jetzt wirklich nicht anfangen. Die Tiere ziehen auch nicht so straight in eine Richtung wie die meisten. Sondern sie wandern immer von links nach rechts. Dadurch braucht man jetzt keine Spuren verfolgen in der Hoffnung, dass man dann irgendwann einen findet. Auf Sicht zu jagen ist jedoch wirklich am ratsamsten. Hier scheint gerade nicht so viel los zu sein auf der Ebene. Oder?
Da unten? Nee, ist nichts. Hätte ja sein können. Na, wollen wir mal schauen, was uns das Gebirge hier noch so zu bieten hat. Ja, jetzt habe ich noch einen Steinbock erspäht, der ist auch nicht so riesengroß. Aber die Sicht auf den ist jetzt auch nicht sonderlich gut. Versuche da noch mal ein bisschen ranzukommen. Ich habe hier zwei Spuren. Einmal von dem, der hier vor mir ist und der, der eben geklappert hat. Dann kann man sich natürlich wieder entscheiden. Nimmt man den jetzt hier vorne gleich? In der Hoffnung, dass das der größte von beiden ist. Oder sagt man sich, man sucht den anderen noch. Jetzt rutsche ich hier wieder runter. Allein vom Geräusch weiß man nicht, wie groß das Tier ist. Zwischenzeitlich habe ich dann doch noch geschafft, einen Steinbock mit dem Bogen zu erlegen. Das ist auch ein Männchen. Kein sonderlich großes, aber da wollte ich jetzt auch nicht mit dem Gewehr schießen, um andere zu verjagen. War auch sofort tot. Hatte ich jetzt die Wirbelsäule getroffen, ging nicht hinten mit ins Rating rein, aber es war, glaube ich, 76 Punkte hatte der bloß. Damit wäre ich dann sowieso nicht so weit gekommen. Ich habe ja schon den mit 108 oder 120, aber der 120 hat irgendwie nicht gezählt. Ich denke mal, weil ich das Schulterblatt getroffen habe und nicht sauber die Lunge. Packen wir mal die Flinte schon mal aus. Ich höre ihn stapfen. Und wir zoomen mal ganz zurück. Jetzt läuft er weg. Jetzt läuft er weg, jetzt habe ich keine Chance. Den habe ich nur im Rücken getroffen. Der zählt nicht. Und der andere Steinbock wird auch weg sein. Wenn man so viel Lärm macht, muss man sich ja nicht wundern. Aber das wird auch der letzte Abschuss sein, den ich hier mache. Jetzt vielleicht nochmal in der nächsten Jagdrunde nochmal probieren, irgendwie noch höher in den Score reinzukommen. Aber den sammeln wir jetzt noch auf und das macht dann vier Steinböcke. Und der ist natürlich jetzt abgeschmiert. Muss er ja irgendwo hier unten liegen? Ach nee, da liegt er doch. Ja, der hat jetzt nicht so viel. Das Einschussloch war, glaube ich, mehr am Rücken. Naja, da hinten, das ist Schulterblattwirbelsäule. 25 Kilo. 107 hat er als Score. Da wäre ich ja mit dem 120er gar nicht so schlecht gewesen, aber wie gesagt, ich glaube, es lag am Schulterblatttreffer und dann erst, dass er dann erst in die Lunge ging. Was will man machen? Glück gehört ja auch immer dazu. Aber das soll es mit der Steinbockjagd gewesen sein. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Bis dann.